Guten Morgen miteinander, 25. Dezember. Und ich habe kurz Zeit gefunden, die neue Softwareversion 2019-4050.1, quasi das Weihnachtsgeschenk vom Elon, kurz anzuschauen. Und aus meiner Sicht gibt es eigentlich etwas Interessantes zu berichten. Wenn wir das noch hier schnell anschauen, dann sehen wir hier auf dem Screen im Auto sieht das so aus. Das wäre die aktuelle Version also. Die allseits erwartete Schildererkennung, Ampel, Stoppschilder und so weiter, ist in Europa ganz offensichtlich nicht eingetroffen. Das mag regulatorische Gründe haben. Wir wissen es nicht so genau. In Amerika ist das anders. Dort ist eigentlich der Vollrange an diesen neuen Funktionalitäten bereits aktiv. Wir hoffen, hier kommen wir das dann natürlich auch schon bald. Aus meiner Sicht, die interessanten Features beschränken sich eigentlich auf 3 an der Zahl. Und zwar, das eine ist das, dass, wenn man das Horni, also die Hupe betätigt, man kann aktivieren, dass automatisch Dashcam das Video abspeichern, so dass man die Situation gerade verfügbar hat, wenn das nötig wäre. Dann schauen wir jetzt miteinander noch kurz an, wo sich die Features befinden, dass ihr nicht lange suchen müsst. Also das erste hier unter Sicherheit. Und dann sehen wir bereits Dashcam hier. Videoclips beim Hupen speichern. Finde ich ein cooles Feature. Dann ich natürlich als bekannte Tesla oder im Tesla Schläfer freue mich auf Camp Mode, der jetzt definitiv ist eingeführt worden und auch als Setting bezeichnet ist. Wir sehen nachher noch ganz schnell, wie das aussieht auf dem Screen. Dann gehen wir hier runter. Wir kennen alle Klimaanlagebedienung und voilà, hier haben wir es bereits. Wir haben neu 4 Einstellungsmöglichkeiten, also Klimaanlage ausschalten, anschalten, ups, das ist schnell gegangen, anschalten, das heisst, sie bleibt aktiviert, wenn wir das Fahrzeug verlassen, der bekannte Hundemodus und eben neu der Camp Mode. Und ich lasse das System selber erläutern, was es macht, wenn der aktiviert ist. Das heisst, wir müssen uns eigentlich nicht mehr kümmern. Ist jetzt Klimaanlage aktiviert? Ist irgendetwas aktiviert? Die Musik läuft auf Wunsch? Hat die Innenbeleuchtung gebraucht werden? Die Alarmanlage wird deaktiviert automatisch. All diese netten Sachen. Und least but not last, die SMS-Funktion, die ermöglicht, dass man eingehende Textnachrichten sich vom Fahrzeug vorlesen kann. Wir sehen bzw. hören dann nachher ein entsprechendes Beispiel dazu. Man kann die Nachrichten nach dem Abhören nachher auch beantworten über die Sprachfunktionalität. Das heisst, man kann dem Fahrzeug diktieren, wie die Nachricht soll heissen und sie nachher auf Knopfdruck an Empfänger schicken. Ich zeige euch hier anhand von einem Beispiel, wie das aussieht. So, jetzt ist also eine neue Textnachricht eingegangen. Die wird mit einem kurzen Tonsignal signalisiert. Und dann sehen wir hier auch, wie die angezeigt wird. Ich kann nachher mit dem rechten Rad im Steuerrad, mit der Fernbedienungsrädli, kann ich hier auf Mitteilung ansehen gehen, einmal klicken und dann tönt das nachher wie folgt.
Vertrag dafür aber brachte es andere interessante Verbesserungen. Laut den von Electric zitierten Versionshinweisen können die Elektroautos von Tesla jetzt Textnachrichten vorlesen, die auf einem per Bluetooth angebundenen Telefon eingehen. Ebenso ist es möglich, mündlich darauf zu antworten. Der Tesla-Computer wandelt die Sprache in Text um und schickt ihn ab. Und auch die Bedienung über Sprachbefehle wurde laut Electric verbessert, was besonders Besitzer des extrem knopfarmen Model 3 freuen dürfte. Autos von Tesla verstehen jetzt auch in natürlicher Sprache geäußerte Anweisungen wie: Stell meinen rechten Spiegel ein. Yeah.